Wo Menschen das Kreuz heben, ist ein Kreuz heben mit fast gestreckten Beinen. Die Bewegung ist hauptsächlich aus der Hüfte, sprich es geht darum, die Hüfte nach hinten zu schieben und nach vorne zu schieben, nicht die Stange hoch und runter zu bewegen. Sprich, der Fokus liegt wirklich hier auf der Hüfte, das ist eine hüftdominante Übung. Und die Malin zeigt dir jetzt einmal. Genau, Ausgangsposition ist hierbei von oben. Und wie gesagt, die Knie werden bei der Übung leicht gebeugt. Und dann wird die Hüfte nach hinten geschoben. Komm. Rücken bleibt hierbei komplett durchgestreckt. Und die Hüfte wieder nach vorne geschoben. Jawohl. Machen wir noch ein paar Wiederholungen. Sehr schön. Bei den meisten Menschen ist die Höhe, die Tiefe, zu der man runtergehen sollte, die Kniescheibe. Das merkt man auch sehr, sehr gut, wenn der untere Rücken dabei nachgibt und nicht mehr in der natürlichen Hohlkreuzhaltung ist. Eine gute Möglichkeit, um das zu testen, ist zwei Finger auf den unteren Rücken zu legen. Und sobald die Finger auseinander gehen, spürt man dementsprechend, dass die Wirbel sich voneinander entfernen und wieder hoch. Also dementsprechend die Finger auseinander gehen, dann weiß man, dass die Bewegung aus dem unteren Rücken kommt und nicht mehr aus der Hüfte. Machen wir mal zwei Stück. Genau. Gut, das war's.